Was war das denn jetzt? Können wir einen brennenden Reifen ins Planschbecken tun? Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja einen Tauchen. Ja, vielleicht. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Ja. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meine natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen. Genau. Aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Ja. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich? Ja, das sagtest du mir bereits. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Ja. Ja, an die Durchreiche. Aha. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ja. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich will ihnen... Sie sollen ja nicht... Wenn den Kleinen, ich meine es ich. Ja, das hatten wir doch bereits. Die bin sie erst... Also, los geht's. Hopp. Einen anderen. Also Gott, ich ahne Schreckliches. Ja. So kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Ja. Komm, Fischi, Fischi. Oh Gott. Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Wir haben jetzt die Errungenschaft Tierfreund gekriegt mit dem Bild von Opfi-Pieps. Das war bestimmt alles auf Lager. Und die Delfine, die haben auch was bekommen. Also, denen geht's gut. Ich bin da mal weg. Ja, das ist doch schon sehr bedenklich. Zurück zum schwimmenden Schwarzmarkt. Thunfisch, vor allem Thunfischdose gemacht aus Delfinbabys oder was? Alter, was ist mit diesem Spiel los? Das ist krank teilweise. Komm, komm. Ja. Schau mal, was ich hier Feines habe. Ja. Juhu. Die Katze kommt raus. Ich will zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Ja. Es sei denn natürlich, es handelt sich... um eine Schrödinger-Katze. Ja. Wandenmechanische Zombie. Grau. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. Entdeckung, Goal. Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Oh je. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Ja. Es gibt eine Katzenklappe. Genau. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Ja. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Was machen wir jetzt? Goal, du musst da wohl durch. Weil du bist nicht so breit wie ich. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Ja. Hast du durch diese Katzenklappe? Ja, das... Du bist wohl zu fett, was? Was sind alles Muskeln? Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Ja. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Ach so. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Und? Beeindruckt? Ja. Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Ja. Weiter geht's. Ich hoffe. Ist die Tür jetzt offen? Zum Gadget Shop. Perfekt. Der Typ schläft. Mal sehen, was nehmen wir denn? Was brauchen wir? Bananenentkrümmer.
Sauber. Das war ja jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich Mutter Natur dabei helfe, ihre Designflächen auszubügeln. Und damit haben wir eine gerade Banane. Was auch immer wir mit der sollen. Der Lottomat. Wir haben die Lottozahl. Nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Genau. Bingo! Yay! Wir haben im Lotto gewonnen. Und jetzt Torpedoausrüstung besorgen. Ja. Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Ja. Danke. Ja. Geht doch. Das ging einfach. So einen brauchen Goal und ich unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Villa auf Elysium. Wir könnten ihn zum Beispiel ins Schlafzimmer stellen. Ja. Dann könnte ich direkt vom Bett aus schreddern. Ja, das wäre lustig. Hallo, aufwachen. Ja. Die Robopokalypse hat begonnen und alle warten auf dich. Genau. Nichts. Schade. Poki, was hast du zu sagen? Auch schon mal. Hat ja gar nicht so viel geändert, außer natürlich, dass wir jetzt an die Lottomaschine kommen. Vielleicht ja. Kann man das auch sogar als kleiner Hommage an Zack McCracken, das war mein allererstes ja Spiel, das ich jemals gespielt habe, deuten. Wenn, dann ist es unterbewusst passiert, aber jetzt gerade fällt es mir ein, die Lottozahlen zu kennen und sich halt irgendwie da zu bereichern. Ja. Das ist natürlich sehr lange Tradition im Adventure-Geschäft. Ach so. Sehr putzig finde ich übrigens, wie der Gadget hier da seinen Vorhang zugezogen hat. Ach ja, gut, stimmt. Das ist doch irgendwie herzerwärmend. Ja, finde ich auch. Mal sehen, wir haben die Torpedo-Ausrüstung. So, können wir damit den Angler aus der Geduld bringen, mit dem Lotto gewinnen. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Ach ja. Außer Ruhe. Mann. Torpedo-Ausrüstung? Ich schlage dir ein Tausch... Nein, ich habe außer Ruhe. Ja. Lotto-Spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur... Vielleicht eine gerade Banane. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft. Nein, danke. Ich habe außer Ruhe. Dafür brauche ich kein Glück. Ach. Ich kann mich vollständig auf meinen Sachverstand verlassen. Ja. Das hoffe ich doch. Ja, so kommen wir hier nicht weiter. Aber wir können jetzt hier hin. Kannst du vielleicht eine gerade Banane gebrauchen? Vielleicht, ja. Na, Junge, nicht hier rein. Ich wollte dem die gerade Banane geben. Du siehst hungrig aus. Ah, wenn du. Aber ja. Ich könnte. Du kannst die Hände. Was? Na, Schuhe. Anfänger. Ja. Brauchst du einen Lottogewinn? Schau mal, ich habe im Lotto gewonnen. Ui, ja. Das ist. Was? Das ist ja unfassbar. Aber ja. Warum erzählst du mir das? Tja, dreimal das. Ja. Vielleicht, weil du mir ein wenig von deinem Gewinn abgeben willst? Nein. Falsch und falsch. Du sagtest, ich darf dreimal raten. Im Leben bekommt man ja auch nur eine Chance. Und du hast eben vermasselt. Das stimmt. So, auf jeden Fall, wir haben die Torpedo-Ausrüstung. Wo gehen wir die jetzt ab? Hier, willst du die haben? Okay. Ja. Bloß keine schnellen Bewegungen. Leg das einfach beiseite und niemand wird verletzt. Deine Witze waren auch schon besser. Ich weiß schon, was ich tue. Ach, wirklich? Ja. Und warum tust du es dann trotzdem? Naja. Hier. Ein weiser Feldherr wie ich muss auch Arbeit delegieren können. Ja. Aber nicht unbedingt an ein so inkompetentes Fußvolk. Ja. Hier, Delfine. Sie sind zu weit weg, um sie auszurüsten. Oh. Ich muss sie irgendwie durch die Schleuse bekommen. Kannst du die mit der Schleuse kombinieren? Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich kann mich vollständig auf meinen Sachverstand verlassen. Ja. Also, was machen wir? Wir haben eine... Vielleicht mit der geraden Banane. Kommen wir damit weiter? Ja, das ist lustig. Das ja wird Delfine garantiert aufmuntern.
Hey, was soll denn das? Ja. Du solltest doch... Oh je. Ja. Ja, gut, so geht's auch. Den Delfin scheint's ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Wir haben die Delfine aufgemuntert, jetzt geht ihr durch die Schleuse. Komm, Fischi, Fischi. Ja? Was soll das denn? Na, was schon? Ja. Ich befreie die armen Fische aus deiner Tyrannei. Genau. Das sind keine Fische, sondern hochintelligente Meeressäuger. Ist doch egal. Ja? Hey, ihr da, wer in 5 Sekunden nicht draußen ist, bleibt bei Toni. Ha! Du hast recht. Ja. Die sind wirklich hochintelligent. Genau. So sieht's aus. So, hier. Holt die Torpedo, nehmt die Torpedo-Aufrüstung. Genau. Ja. Perfekt. Wir haben Torpedo-Delfine. Ja, was haben wir jetzt erreicht? Wofür brauchten wir die nochmal? Delfine für Tauchbootjagd vorbereiten. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie an ein Wasserbecken kommen. Hier, hast du was Neues zu sagen? Digga. Jo. Du lernst dazu, aber einmal Jo reicht. Du gehörst ja zu keiner Gang oder so. Komm ich jetzt den Schirm? Hast du mir etwa was zu essen besorgt? Nein. Ach, ich sterbe fast vor Hunger. Das ist gut. Ich nehme es dir fast ab. Ein bisschen mehr schlottern und weniger jammern. Dann ist es perfekt. Genau. Nochmal zu Porter Fisco. Was möchtest du wissen? Also, wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Ja, das wüsste ich gern. Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Das ist mir nicht genug, die Aussage gar nicht. Das ist naja, das egal. Thema. Ja, das nicht. Ja, aber du, warum ist es bei dir weniger schlimm? Ja. Also. Ich richte dich später. Genau. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Ja, das solltest du. Digga. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Ach, ja, gut, das stimmt. Was können wir noch machen? Wir haben immer noch keinen Schuh. Gut, hier waren wir ja schon. Hier war ja kein Schuh. Wir müssen den aus der Ruhe bringen, dann kriegen wir einen. So war das doch. Bananen. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Außer Ruhe. Meine Sachen stierig. Upsi. Dafür hat doch leider fauler Sack. Lotto spielen hat nichts mit, sondern nur damit. Ich empfange. Hier kriegen wir wahrscheinlich. Ja, das fanden wir doch schon. Upsi. Dafür hat doch leider fauler Sack. Also Lotto spielen hat nicht, sondern nur. Gibt's noch was im Gadget-Shop, was wir machen können? Was haben wir denn hier noch? Den Schredder. Können wir Bananen schreddern? Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass es in den Schredder gehört. Den Sender schreddern? Duftbäume schreddern. Fernbedienung schreddern. Was gibt's denn hier noch? Können wir die Katze klauen? Na dran. 9 Leben und 0 Manieren. Ja. 9 Leben.